Ja, hi, willkommen, mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, guck ich mal Pascal an. Sieht ein bisschen anders aus, ne? Ich habe hier mal den Freigeist-Kostümtitel ausgerüstet und so sieht es dann aus. Schön, ne? Sexy. Jedenfalls, ich habe mich auf die Suche nach der letzten Katze gemacht, weil ich habe bloß irgendeine, nur eine einzige fehlt und natürlich hat nur eine gefehlt und zwar hier im Barona vor dem Heiligtum. Als ihr aber einen Fisch gegeben habt, du Fisch, um genau zu sein, fragt sie mich, miau. Und ich sage einfach mal, ja. Und nun? Oh mein Gott, wo bin ich? Katz Corner. What is this place? Da liegt was. Ein Weißfichtendarm. Hey, okay. Jetzt fehlt uns doch noch einer. Und hier drinne ist ein passwortgeschütztes. Passwortgeschützter Schatz. Miau. Miau. Boink. Okay. Die Hexen sehen irgendwie aus wie Marissa Kirisam aus Toho Project. Jedenfalls. Ist da oben noch was? Da oben ist auch noch jemand. Ja, Katz. Ja, irgendwie so Katzen. Ja, also nicht. Rassen sind irgendwie auch schon bekannt in der Tales of Serie. Ich habe so Art die Schokobos der Tales of Serie. Mal gucken. Hey, du. Sieh an. Gut, dass ihr diesen Ort gefunden habt. Wir kommen im Katz Corner, einem Dorf am äußersten Rande der Wirklichkeit. Übrigens, ich kenne einen geheimen Ort. Er befindet sich südlich von Greyside und Walbrook. Am Ende einer Halbinsel. Südlich von Greyside und Walbrook. Südlich von Grailside und Walbrook. Wo ist Grailside und wo ist Walbrook? Erstmal südlich von Grailside und Walbrook. Hier. Und wo ist Walbrook? Oh ja, okay. Dann. Tun wir mal. Ich kann gar nichts. Ja, ich kann jetzt nicht suchen, verdammt. Ja, muss ich mir merken. Kann ich nicht gut. Mal gucken wir uns mal in diesen merkwürdigen, kunterbunten Ort um. Hier ist noch eine Truhe. Magische Katana Nummer 40. Zellos Katana. Na, beruhigt euch mein Leben. Habe ich auch noch nicht getroffen, den Tales of Symphonia. Ist ja gerade Let's Play. Wer hat das gesagt? Na? Ich gebe bloß weg damit. Oh, Moment, das sind da bloß Puppen. Also wenn es keine wären, dann... Okay. Wow, darf ich die wirklich essen? Was war das nochmal? Der Name des großen Kompasses am Himmel. Boah, weiß ich jetzt gar nicht. Liebe ist schon was Wirres. I can't believe this place even exists. There are still so many places in our world that we just don't know about. Yeah, but does anyone know how we even got here in the first place? With L-O-V-E, love! Love? That's the last word I ever expected to come flying out of your mouth. Yeah, I totally agree. What are you talking about, Pascal? It's our reward for feeding all those cats. Okay. Such is love. Exactly. Huh. That's pretty deep. I'm not gonna even bother trying to understand. Okay. Sehr sinnvolle Konversation sprechen. Miau. Kann ich das hier nicht irgendwie aufmachen? Ich konnte das doch mal aufmachen, oder? Nee, okay. Miau. 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 Kann dir irgendjemand meine Sprache sprechen? Okay. Hallo? Keiner spricht meine Sprache, ihr. Sind alle nur am herummiauen. Muss ich echt mit denen hier sprechen? Ich weiß ja gar nicht mehr. Ja. Redet mit mir. Redet mit mir. Komm schon. Boah, wie heißt denn nochmal der Ring? Ah, super. Ja, wie kann ich die jetzt verstehen? Ich weiß es nicht. Warte mal, südlich fahren, ne?
Wer sich südlich von Greystone und Wolf irgendwann das mal nachgesagt? Was ist ein Traum der Katzen, mein Gott? Hätte eigentlich schon ein bisschen mehr davor. Da südlich von Greystone und Wolf. Aus des Katzennamen, okay. Dann nennt er ihren Steckenort, sein Haus. Okay. Boah, ist auch diese Musik. Hallo? Ist jemand da? Dieses Haus wurde von Katzen erobert. Hey, da schläft jemand. Vielleicht ist er tot. Das ist nicht komisch, Hauptmann. Hallo? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nur schläft, aber... Entschuldigung, hallo? Könnt ihr bitte aufwachen? Hallo, ihr da? Ich frage mich. Entschuldigung, der Herr, wacht auf. Wacht auf, habe ich gesagt. Jetzt haltet endlich die Klappe, um Himmels Willen. Dabei habe ich gerade so schön geschlafen. Was zum Geier wollt ihr denn? Ich habe kein Geld für euch. Hab's aus dem Fenster geworfen. Wie einen alten Popel. Mann, willst du vielleicht einen Popelkrieg anfangen? Hey, behalte deine Popel bitte für dich. Ihr seid doch der Mann, dem wir in einem Katzkorner begegnet sind, oder? Oh ja, richtig. Ihr seid die Typen, die ich dort gesehen habe. Wenn wir den nicht getroffen hätten und den Ort trotzdem getroffen hätten, egal. Wenn das so ist, gebe ich euch das hier. Das ist ein Katzdekoder. Solange ihr den habt, könnt ihr mit jeder Katze sprechen. Katz, meine ich. Diese Katzkleidung könnt ihr auch haben. Oh, vielen Dank. Ich stehe ja eher auf Hunde. Okay. Ja. Milch, natürlich Milch. Miau. Sisch. Miau. 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 Miau, miau. Okay. Zurück zum Shuttle, bitte. Ich kann nicht zum Katzkorn einfach so gehen, aber wir können von Lawn aus. Zum Dingens. Ach ja, wir können den letzten Samen auch noch einpflanzen. Später. Müsste ja auch der letzte Samen sein, oder? So, jetzt können wir mit euch reden, ne? Ich glaube, dass ich auf den Fisch des alten Mannes abgesehen habe. Das ist ja lächerlich jetzt. Ja, wollt ihr bei dem Lied nicht auch ein heißes Soul aufs Paket legen? Dieses Lied wirkt ziemlich beruhigend. Ja. Oh, Katzenmütze. Okay. Tierische Bewertung. Das war jetzt eigentlich nicht gemeint. Ich wollte eigentlich mit dir reden. Aber egal. Hey, so you know how people say someone is like a dog or a cat? Well, you're totally a cat, Sharia. I guess. I always considered myself more of a dog person. I bet Azbel is too. Nah, Azbel and the captain are both total cats. Sophie and Hubert are dogs. Do you really think so? That seems completely backwards. Well, anyway, what do you consider yourself? Oh, I'm a cat for sure. Wow, that actually sounds pretty fitting, unlike the others. I never knew that's how you saw us. But, I don't know, Pascal. As much as I think it suits you being a cat, you probably shouldn't pigeonhole yourself like that. Woof! Yeah, never mind. I forgot how whimsical you can be. I'll just drop the subject now. Okay. Ich weiß nicht, worum es da jetzt ungefähr ging, aber egal. Bewegt sich das Ding oder nur der Rest der Welt, ja? Boah. Vielleicht kann ich ja da oben mit der Katze irgendwas machen jetzt. Na, willst du mir jetzt irgendwas? Bitte. Sag auch ganz lieb, bitte. Denk den Tisch, wo bleibt der Fisch? Miau. Boah. Okay, wir reden alle nur Schwachsinn, ganz ehrlich. So viel dazu, was wir mit allen reden werden. Muss jetzt nicht. So, dann gehen wir mal zu dem interessanten Katzen, mit denen ich reden möchte. Nämlich hier, die Filmkatze zum Beispiel. Hier könnt ihr euch alle Videos anschauen, die ihr bisher gesehen habt. Miau. Wählt das Video, was ihr sehen möchtet. Okay.
Cool, war jetzt auch Grace, ja, Intro abspielen, aber einfach mal so. Hier kann man, glaube ich, Accessoires kaufen, ne? Aber zu what the heck, ja, die sind irgendwie. Ich habe schon viel bessere Sachen. Was, ich habe jeden einzelnen Gegenstand auf Verzogen. Okay, die Stempel sammeln, genau. Plauderkatze. Genau, hier können wir die ganzen Skizzen mal angucken. Ich glaube, hier kann man sich sogar die angucken, die man noch nicht gesehen hat. Weiß ich nicht. Ja, irgendwo konnte man doch hier noch, wenn ich mich nicht irre, konnte man nicht irgendwo hier noch Dings annehmen? Quest? Oder bilde ich mir nur ein? Ah. So, jetzt können wir erstmal hier ganz viele Sachen abgeben. Magische Katar Nummer 89. Was ich einfach nicht gewinnen kann. Ach, das ist, wenn man in Dingens hier. In der amessianischen Enklave hier dieses Blockspiel macht. So, magische Kata Nummer 89, Deos Kata. Na los, es wird schon alles gut. Kenne ich nicht den Typen oder Mädchen. Sah ein bisschen androgyn aus. So, Flüssigseite, ihr seht ganz schön abgehans aus mir. Auch bringt mir das Flüssigseite aus Strata, dann mache ich euch neue Klamotten. Ich weiß sogar vielleicht, wo ich das finden kann. Ich habe letztens einen Stern gesehen hinterm Walknis. Ich glaube, das war der sogar. Nee, nicht ein Stern, eine Schatztruhe, aber die habe ich wieder geladen und so. Sieht ganz schön abgeranzt auf mir, bringt mir Perlenwindgarn aus Windor, dann mache ich euch neue Klamotten. Ich würde euch gerne mal ein Haifisch. Ach, ich weiß. Wir haben Informationen gesammelt, das ist schon mal gut. Würde ich sagen, wir gehen jetzt noch mal kurz hier raus und gehen den letzten Samen einpflanzen von Sophie. Nee. Okay. Ich hoffe, das ist der letzte Samen. Das will ich danach auch wieder ausschalten. Ich habe da einen gefunden. Was? Ich habe doch so einen Weißfichtensamen. Samen einer Weißfichte. Habe ich doch jetzt. Hm. Okay. Weiß nicht. Ich muss mal bei Sharia rein und rausgehen kurz. Weiß ich gar nicht. Ich meine, ich habe doch alle. Na, kann ich hier? Jetzt kann man nicht die Klamotten von anderen Leuten. Hallo, ich habe doch noch einen Samen. Tu ihn einpflanzen, bitte, Sophie. Dann habe ich einen doppelt eingepflanzt. Wie geht denn das? Ich weiß auch, wo man die Quest noch weiterführen kann, aber bringt's das? Meine ich hier irgendwo? Bäh. Warum nicht? Was ist das? Keine Ahnung. Tja, dann hole ich mal für die Quest den Dingens hier, den Gegenstand. Vor allem hier gab es auch, glaube ich, noch ein Gebiet, was man nicht erkunden konnte oder irgendwie abgesperrt war von Dunkelheit oder irgendwie sowas. Es geht ja gleichmäßig verteilt. Pascal? Where is Pascal? Good question. I don't see her anywhere. There you are. Oh, that's right. It's too hot for her to speak. Hot? Don't worry. If you get up real close, you can just barely make out what she's saying. Huh?
She isn't saying anything. What's wrong, Pascal? Crap sandwich! I was playing the silent game and totally winning! Oh, I'm sorry. Who are you playing against? Me, of course! Challenging yourself is the ultimate way to give yourself a mental workout. Oh, I see. Now you guys decide to play. Well, forget it. She's so bizarre. This woman is beyond me. Na gut. Alles klar. Diesen Stern ignorieren wir gekonnt, weil das Böse. Das Böse, da wollen wir nicht hinein. Ja, jedenfalls, ich habe hier eine Truhe entdeckt. Da war irgendein Gegenstand, mit dem ich nichts anfangen konnte. Ich nehme an, ja, Flüssigseite hat. Wollten die ja haben. Der ist dafür, also da tust du nicht mehr. Hab die Truhe einfach geöffnet, hab dann gedacht, was soll ich denn damit? Hab wieder geladen. Weil ja. Da müsste ja dabei sein, Mann. Ich darf keine einzige Quest verpassen. Nein. So, lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, hier war noch irgendwie was. Ich meine, hier war noch irgendwie so ein Gebiet, wo man noch nicht hin konnte. Boah. Schnell. So, da ist noch eine Truhe. Da konnten wir irgendwie nicht hin, weil, weiß ich nicht. Irgendwas hat das da abgesperrt. Buch der Verdopplung. Dieses Hauptbuch gewährt zwei Objekte statt eins, wenn der LF Mixer ein Objekt fährt. Ja. Das habe ich mich schon gefragt, warum ich das Buch noch nicht habe. Bonusgeld. Brauche ich jetzt nicht. Verdopplung. Da. So, zwei sind immer besser als einer. Und das Elf, das brauchen wir nicht. Und hier können wir nicht raus. Manchmal wünsche ich mir echt einen Fluchtseil, ganz ehrlich. Na gut. Dann wüsste ich sogar vielleicht noch, was wir machen können. Nee, da oben muss ich lang. Ah, geh weg. Erstmal müssen wir die Quest hier abgeben. Da springt schon wieder was Gutes raus, das weiß ich. Also zurück zur Katz Corner. Geht auch schnell, wir müssen einfach zur Lounge und dann die Katze ansprechen, also weil da sind ja wieder neue Quests, weil da sind bestimmt nicht alle gewesen. Bin ich mir auf jeden Fall sicher. Alles klar, dann. Dieser Schmerz. So. So, falsche Person. Warum der mit Schnapsflasche rumliegt? Keine Ahnung. So, Flüssigseide. Ihr wusstet, ich wusste, dass ihr seid. Miau. Hä? Wer ist der Katz? Keine Ahnung, vielleicht der Antragsteller? Das bin ich, Miau. Ihr dürft mich Herr Schlafmütz nennen. Kann ich euch helfen? Seid still, Miau. Was will der Kerl? Dreht euch um und lasst euch ansehen, Miau. Hä? Wieso denn? Miau, das ist der obligatorische Bullcheck. Macht schon. Was? Was sagt ihr nun, Miau? Könntet ihr bitte mein Outfit bewerten, Herr Schlafmütz? Wie ist das? Diese Kleider stehen euch gar nicht. Ihr seid doch nur ein Teenager, oder? Miau? Hey! Ihr mögt den Military-Look ja für hip und cool halten, aber nein, ihr seid nicht der Typ dafür. Ihr braucht das als besser zu eurem jugendlichen Aussehen passt, Miau. Ich bin Militäroffizier und ihr seid nichts weiter als immer mit der Ruhe, Miau. Darum habe ich ja den Antrag gestellt. Was soll das heißen? Hier, ich habe diese Kleider für euch entworfen. Jetzt zieht sie schon an, Miau. Was macht ihr da? Keine Sorge, Miau. Ich bin gleich bei euch. Hey, wo sind sie hin? Wir kommen sicher gleich zurück. Na, holla. Wo bleiben sie denn? Vielleicht sollten wir nachsehen. Kommt schon aus, Miau. Ich
bin etwas nervös. Normalerweise trage ich so etwas nicht. Ja, fröhlich aus dafür. Boah, du siehst echt gut aus, kleiner Bruder. Findest du? Wow, Joba, du siehst dir gar nicht ähnlich. Danke. Diese Kollektion heißt moderne Jugend. Vielleicht hätte ich sie miauderne Jugend nennen sollen, aber was soll's. Wollt ihr mir dieses Outfit wirklich einfach so schenken? Natürlich, Miau, aber unter einer Bedingung. Bitte bückt euch. In Ordnung. Hat. Nee. Was war das? Komm, gehen wir schnell. Gehen wir. Moderner Jüngling und ein neues Kostüm wieder für Hubert. So schön. Dann zurück. Und jetzt weiß ich wieder nicht weiter, was ich machen soll. Ja, so viele Quests zu erledigen, ne? Ich verliere die Übersicht langsam. Und dann mal noch hier. Die ganzen Sachen herstellen werde ich sowieso noch nicht, aber was soll's. Seltsame Leute, ja. Wenn ich wüsste, wo die jetzt sind. Na, das ist mir noch zu blöd irgendwie. Ja, wir haben noch welche, aber... Habe ich mal kurz nicht hingeguckt und dann laufe ich direkt gegen irgendjemanden. Kann ich jetzt den Samen einpflanzen, mein Gott. Ich hab doch noch einen Samen, Mann. Wieso kann ich den nicht einpflanzen? Muss ich den vor dem Anwesen einpflanzen? Ja, dann ist Gefäß mal zwei. Cool, wa? Kriegen wir die zweimal. Ah, tun wir mal hier einpflanzen, vielleicht. Zu Ferias, ja. Wo könnten wir jetzt noch hingehen? Ach, was soll's, gehen wir nach. Mein Gott, ich verließe. Bellanik. Wartet auch noch eine lange Cutscene, aber egal. Was ist hier noch? Ja, der Knall. It looks like all of the people here are still struggling to keep warm. Hey Captain, you should use your Kreas arts to make a fire for him. You want me to build a fire? Well, I guess that would work. But surely you can make a fire yourself, Pascal. You don't want me. I'm so powerful I'd end up setting the whole place ablaze. So you're saying that my Kreas arts are better suited for this sort of thing? Captain? Your powers are just more subdued, Captain. No need to be ashamed. I can take you on any day of the week, Pascal. Why don't we have a little competition to see who can make the smallest fire? The smallest? Well, there's no way I can beat you with that, Captain. But all right. I will begin. Huh. That's totally tiny. Okay, my turn. Yo. Huh. Yeah. Not bad. Phew. What? You didn't make any flames at all. Ah, but I did. You just can't match the precise control I have over my arts. Oh, yeah? Watch this. The captain really does have a lot of skill. No comment. Kein Kommentar. Ah, er wurde durchschaut. So, dann gehen wir nochmal hier hin. Weil hier war dann auch eine witzige Cutscene noch. Hallöchen. Ah, forsooth. Oh, da wird gesprochen, Gott sei Dank. Will ich nicht alles vorlesen. What seems to be the problem? Do you need help? Dann wird das witzig. Perhaps fair, miss. For you see, I'm a playwright. The villagers here bear a countenance most dour. And so I thought to stage a play in the hopes of raising good cheer. That sounds wonderful. But alas, my words do fail me.
For when I strike pen to paper, I find the muse of wit has fled. The disappointment of the villagers will be most palpable, and I cannot bear to face them thus. Oh, that's awful. Asbel, we have to help him. What should he write about? I don't really know what he's talking about. Sorry. Perhaps you could write about the love between two brothers. Hubert, I never expected to hear something like that from you. What about the bond between a master and pupil? Oh, I'm sorry, Captain. You just sound so serious right now. Alas, my friends, that will not do. I must have a subject to which all can relate, from the noblest king to the most squalid groundling. I thought my idea was pretty good. Think back upon the halcyon days of your childhood, fair miss. Was there aught which brought you comfort? Well, I used to pretend I was a princess. A princess? Gadzooks! You have the right of it! But curse the day! I have no sources from which I might draw inspiration. I suppose we could help you collect some. A fairer bargain has never been struck, my good lad. I shall inform the innkeeper of my needs at once. Warte mal. Und hast dafür nicht die... Hab ich dafür nicht den Dingens da gesammelt? Ach, die Prinzessin in Geschichten, ja. Ich habe schon lange alle fünf gesammelt. Super. You have struck at the heart of my search, and for this I thank you. Now I can begin my script for true. Good luck. We can't wait to see it. It is not work to be approached with a light hand, but I trust you shall handle it admirably. Handle? What? Why? The performance, of course. I'm sorry, but I don't think I understand. You shall be my actors. You will don the cap and caper beneath the proscenium arch. Wait a second. We don't know the first thing about acting. Actually, I used to be in an improv troupe. No one asked you. Fear not, my friends. The light of talent shines upon you all. And you, fair miss, shall have the starring role. I get to be a princess? Guys, we are so doing this. I had costumes woven from strips of old burlap and the dreams of children. So make haste and put them on! But you haven't written anything yet. No matter. The muse of words shall flow through me like lightning. Oh, and you men will need to change outside. Wer bleibt drin, oder was? It's the princess dress I've always dreamed of. And I bet the princess gets a handsome prince. Yeah, whatever. Where's my costume? And mine? Das kann ja was werden. This costume's actually cool. Now I'm nervous. How very splendid for you. I can't believe I have to wear this ridiculous outfit. Captain, that's nothing compared to mine. Okay. Welcome to the play, Sherry White. Das klingt bekannt. I am Princess Sherry White. Oh, what a lovely sky, and lovely trees, and lovely forest creatures. The only thing more lovely is my happiness. Come to me, my friends. Princess Sherry White was beloved by all for her kind heart and loveliness. But meanwhile, back at the castle... I am the queen. I am the most lovely woman in all the land, for my magic mirror tells me so. Jeez, he's terrible. Why do I have to be the stupid queen? My legs feel naked. And these expository lines are absurd. No one talks like this. Hey, that queen kind of looks like the lieutenant from Strahd's military.
find out who I am, I'll never be able to show my face in Strata again. No one can know of this fiasco. Na, darüber macht sich Gedanken. Well then, if they want an evil queen, then an evil queen they shall have. Bwahaha! Mirror, mirror on the wall, who's the fairest out of everybody? What? It's me? Oh, do go on! I must be wrong. The lieutenant wouldn't be caught dead doing something like this. Hey, what's up? I'm like a magic mirror and stuff. Listen to me, mirror. I must confirm that I am the most beautiful woman in all the land. Wrong! The new winner of the world's most beautiful girl contest is Princess Sherry White! Yay! Princess Sherry White, you say? Blast! There must be some mistake! Dude, I don't make mistakes. I'm a mirror! That loathsome, insolent wretch of a child! How I hate her! But wait! If I were to kill her with this poison apple gel... The queen sent the poison apple gel to Princess Sherry White, who was at the time living in the forest with some gnomes. Ho hi, ho hi! It's off to work, you guys! Goodbye, Mr. Gnome! Good luck! I'll be back in a jiffy, Princess! Oh, it's a present! I wish I knew who had sent me such a lovely present! Oh, it is an apple gel! I shall eat it right away! Oh no! I have been poisoned! At this rate, I shall surely die! I did it! I did it! Once again, the most beautiful woman in the world is me! Yeah, you! Oh, God! Princess Sherry White is Why did you have to die? Just then, a prince who was passing by appears in an amazing coincidence. Genau. I say, Mr. Gnome, who is this lovely young woman? This is Princess Sherry White. Someone sent her a poisoned apple gel. She ate it, and then she died. That's terrible. Let me awaken her with my kiss. Do as you like. Ich denke mal, Prinzen haben das früher so gemacht. Now, Princess Sherry White, awaken to my kiss. Yes! Encore! Encore! Huh? Princess Sherry White then opened her eyes. It was a miracle. And then she and the prince may or may not have lived happily ever after. But what of the evil queen that sent the poison apple gel? She soon heard of Princess Sherry White's miraculous recovery. She then smashed her glasses and ripped her skirt and pulled a curtain from the wall. That was? We did it, Sheria. Yes. Oh my gosh, she's so close. I think I'm embarrassed. So, I guess we have to stay like this until they stop clapping, huh? Sheria? Your face looks kind of... red. It's nothing. What's gotten into you? Hmm?
Tja. Ah, sweet redemption. I heard the audience clap until their palms were raw. Did something happen with Asbel and Sharia? I think they're still a bit dazed from that kiss. How absurd. Only a child would swoon over a fake stage kiss. Indeed. At any rate, our performance is finished. We should return to the task at hand. One moment, please, Sir Captain. Yes? Your performance was truly a revelation. I was taken to my knees by the force of your spirit. You were? In honor of this, I bestow upon you the title of Best Supporting Actor. Well, I suppose I am a little old for the lead. But thanks. I'll take it. Na gut. Hat sich jetzt ja gelohnt, dieses Stück hier aufzuführen. Eieiei. Tja, das war ja kinoreif. Davon möchte ich eine Verfilmung sehen, auf jeden Fall. Ja, einfach. So, das war jetzt aber schon ein bisschen lang genug. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.